Wir sind angekommen im Trainingslager. Die Jungs sind, glaube ich, schon drinnen. Dave ist hyped. Sieht super cool aus, alles. Klasse, wir machen jetzt immer einen Vlog. Yeah! Roomtour. Zimmer sehr, sehr schön, schick, sehr clean, alles neu. Wasser ein Ausblick, Beachfelder, Fußballplatz. Absolut crazy. Okay, wir sind jetzt ready für unsere erste Trainingseinheit. Wir müssen da jetzt hingehen, wir wissen wirklich genau. Aber hier tun wir auf uns Regensburg. Nice. Hey, da hat man ja sogar die Innenkamera. Besonders gut. Es geht. Nix, alles fit. Nice. Besonders geil. Kann man sich anders gucken. Shit's too crazy, man. Money. Gut, bei mir bleiben wieder die Liberos und Zuspieler. Erste Trainingseinheit vorbei, sehr erfolgreich bestanden. Jungs, ah, jemanden okay. Muss seine Knie schon sauber machen. Ich hab keine. Ja, okay. Ist ja keiner seh dich. Und das Rest, komm! Sagst du zur ersten Trainingseinheit? Ja, heute Abend. Ich würde sagen, es war produktiv, wir haben viel Mittel gemacht. Ihr habt ein bisschen eure Annahme und eure Abwehr geschult. Sagen, eine erfolgreiche Einheit, jetzt gehen wir futtern und dann schauen wir, wie es weitergeht. Nein! Shit, Mann! Zeigspiel ist es! Ja, Übertritt! Nee. Schau mal, wo du warst! Was? Videobeweis! Ich hab Videobeweis! It's 7 in the morning. Ich persönlich habe extrem schlecht geschlafen. Early Bird. Oh, kein Bock. Jetzt gleich Frühstück und dann erste Trainingseinheit um 8.30 Uhr. Ja, willst du Fragen stellen? Ja. Erstmal, wie hast du denn geschlafen in deinem Einzelbett? Ja, hat gepasst. Ich habe einen Schnarcher im Zimmer. Nee, Spaß. Frühstück 1 bis 10. Ich weiß nicht, ich bin voll überfordert. Hauptsache Kaffee. Was steht denn bei uns heute am Tagesplan? Die Anstrengung wird. Ja, es wird anstrengend. Wenn jetzt dann gleich für Spiele Spielsituationen nehmen. Und dann steht so eine Team-Taktik-Besprechung an. Da ist ja, ist egal. Ich sage nichts dazu. Kein Kommentar.
Eins. Wir hatten gerade die Teambesprechung, wir sind fertig, haben alle so Gang Science und so gelernt. Und wir gehen jetzt essen, weil wir haben alle sehr großen Hunger. Und dann gibt es Trainingseinheit. So am Lernen, der Mann. So ist. So muss. Neun Handzeichen werden gar nichts. Eine Gym-Session vor uns, die von Andy Kiermaier und halt vergeleitet werden und mal schauen, wie das so wird. So eine 5 würde ich jetzt mal sagen. Und die Önigte ist. Shetty, von 1 bis 10, wie anstrengend war das Workout? Solide 8. Solide 8. Ach so, da wäre noch mehr. 7,5. Ja, 8. 8. Cool, sag's. Was sagst du? Ich fand, das war eine schöne 10. Also 10? Vielleicht, ja. Das ist eigentlich, ich muss eine Übung wegen Knie skippen. Wegen Knie. Ja. Wie es liegt zum Auge des Betrachters, wie sehr man durchgezogen hat. Ich fand es eine 9 von 10. Genug angestrengt. Butterfly. Es hätte eine 10 sein können. Ja, 5. Wir spielen jetzt Spiele und haben Spaß mit den anderen Jungs unten. Ich hatte gerade Powernap. Aber ich bin noch nicht full power. Mein Zeh tut weh. Und ich habe jetzt schon Muskelkater. Ja! Ich dachte mir, du bist ein bisschen ja, kommt der Gefühl. Das hast du alle falsch gemacht. Also. Ich weiß auch nicht, was du wo ihr alle den Stich gesehen habt. Das weiß ich auch nicht. Ja, aber wahrscheinlich eher eins sagt, dann hat schon mal niemand anders für unser Gräner. Richtig. Wer findet solche Spiele? Time to. Say goodbye! Time to eat. Grasse! Mach mal nochmal einen, Henry! Schade, dass so 10 zumachen. Ja, schade. Ja. Kamilmeier. Andreas Kiermeier. Was war dein Highlight des Tages? Gelaster! Ja? Ja. Okay. Glück, was war dein Highlight des Tages? Kann ich noch meinen Vordermann anschließen? Ja, dann war das dann noch her. Gut. Flünki, was war das Highlight des Tages für dich? Highlight des Tages? Essen. Essen? Und der 3-Meter-Ball, der war geil. Und der war gut, Friedrich, ja. Überkrass. Ich habe noch einen Augenwinkel gesehen, voll rübergeschossen. Der war echt. Richtig, voll rübergehauen.
Wir haben Loki ein bisschen verschlafen. Es ist 8 Uhr, aber erst Trainingseinheit beginnt erst um 10.30 Uhr, deswegen ist es alles easy. Wir gehen jetzt frühstücken. Dann sind, glaube ich, eh alle schon beim Frühstück. Feedback zum Training. Mein Feedback? Ich habe eine fette Blase am Fuß, Zufall. Wie laufen die neuen Bälle zu stellen? Ja, läuft soweit. Bisschen chaotisch noch, aber ja, wenn Künki mal irgendwann anlaufen würde die ganze Zeit, dann wird es schon funktionieren. Aber ich lauf doch an. Fang mal an. Was machst du jetzt? Müssen wir anlaufen mit den fetten Waden. Also das ist jetzt das eigentlich zweite bzw. dritte Training nach dem Trainingslager und ich muss sagen, gestern lief nicht so gut, aber heute war schon ein gutes Training, Kommunikation besser geworden. Einfach, ich würde auch sagen, das Team, wie sagt man, der Teamgeist, der Spirit hat sich extrem gesteigert. Unsere Jungs. Das ist ein bisschen kaputt. Knie ist hin. Naja. Und ja, eben das ist der neue Kanal. Abonniert, liked, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen nach oben. Daumen hoch! Und im nächsten Video sind wir beim Donaucup.